Ham Jumbo, jetzt habe ich es endlich geschafft, dieses erste richtige Video jetzt aus meiner Einsatzstelle mal hier zu machen. Ich bin jetzt genau seit 11 Wochen in Tansania und 8 Wochen davon bin ich in meiner Einsatzstelle hier in dem Ort Ndanda. Vor 8 Wochen bin ich hierher gereist. Normalerweise, wie man hier im Land von A nach B kommt oder wie das die Einheimischen, die sich's leisten können, machen. Das sind so Reisebusse, natürlich nicht vergleichbar mit unserem Flixbus-System, das wir von daheim kennen. Das Ganze ist schon etwas rustikaler, aber das Ganze wurde der Verena, meiner Mitfreiwilligen und mir ist uns einmal erspart geblieben, beziehungsweise haben wir uns für einmal später aufgehoben, weil wir eine Mitfahrgelegenheit gefunden haben von Dar es Salaam nach Ndanda. Das Ganze sind ungefähr 800 Kilometer. Für die Reise haben wir ja gute 10 Stunden gebraucht mit dem Auto. Die Straßen hier sind, kann man ganz offen sagen, eine ziemliche Katastrophe. Stellenweise, es gibt wenige Teile, die gut ausgebaut sind, der Rest ist voll mit Schlaglöchern, mit Tieren übersät und so weiter. So richtig schön, wie man sich das afrikanisch vorstellt eigentlich. Wir sind in bestimmten Stellen, durch den Dörfern wurde jetzt neu eingeführt von der Regierung, so ein toller Aktionismus. Wurde eingeführt, dass man maximal 50 fahren darf, wie man das ja bei uns auch kennt, und das wird relativ streng überwacht. Wir sind dementsprechend 3-mal geblitzt worden und mit Sofortkasse durfte unser Fahrer dann 3-mal bezahlen. Wir sind dann sehr gut hier angekommen. Ich bin jetzt seit 8 Wochen hier. Am Anfang war es hier in Tansania einfach extrem heiß für mich persönlich. Wir haben jetzt immer so nachts ungefähr 25 Grad, tagsüber bis zu 35 Grad im Schatten. Das war am Anfang ziemlich schlimm und hat einen sehr müde gemacht und war immer sehr anstrengend. Mittlerweile habe ich mich relativ gut akklimatisiert, es lässt sich aushalten. Wird aber jetzt auch immer wärmer zur Zeit. Wir steuern direkt auf die Regenzeit zu, die so im Dezember, Januar, Februar ist. Im Moment haben wir alle paar Tage mal einen starken Regenschauer und das war's dann aber. Ansonsten ist das Wetter hier sehr schön. Ja, ab dem dritten Tag haben wir dann schon angefangen hier zu arbeiten. Also ich im Krankenhaus, was das genau ist, kommt in einem anderen Video. Wir sind in der Zeit dann schon in einem Haus untergebracht gewesen, wir zu zweit, und haben uns da sehr schön eingerichtet. Und nach einer Woche hieß es dann, ja, das Haus brauchen wir dann doch für andere Gäste, ihr müsst jetzt umziehen. Das heißt, wir mussten dann erstmal umziehen, sofort wieder nach einer Woche, nachdem wir alles quasi ausgepackt hatten, in die Schränke schön verteilt, schön ordentlich gemacht, dass man es ein Jahr aushalten kann. Dann lief das Ganze so, weil die zwei Häuser ungefähr 200 Meter auseinander liegen, dass ich einfach immer wieder meinen großen Wanderrucksack genommen habe, alles genommen habe, was ich gefunden habe und reingestopft, runtergefahren mit dem Fahrrad zu dem Haus, wo wir jetzt wohnen, da alles aufs Bett geschmissen, wieder hoch, das Ganze 5-mal, dann war das Zeug auch unten und dann unten wieder neu eingerichtet. Aber ansonsten, wie auch schon im letzten Video gesagt, es geht mir hier sehr gut. Und jetzt muss ich an dieses Video noch eine Sache anhängen, was das hier oben betrifft, weil ich dazu jetzt einfach schon zu viel gefragt wurde und angeschrieben wurde, privat, warum hast du das gemacht und mir gefällt's oder mir gefällt's nicht. Auf jeden Fall, erstmal warum habe ich das gemacht, hat zwei Hauptgründe. Der erste Hauptgrund ist, hier in Tansania, es gibt zwar sowas wie, was wir Friseur nennen würden, allerdings machen die hier eigentlich nur Kurzhaarschnitte oder aber, wenn es längere Haare sind, dann flechten sie die immer. Wie sie längere Haare schneiden, das wissen sie bei den Afrikanern hier. Die Afrikaner, die haben ja so ein bisschen andere Haarkonsistenz als wir. Und wie die dann mit solchen ehemaligen solchen Haaren hier umgehen, das wissen die gar nicht. Das heißt, die können hier keine wirklichen Frisuren für uns schneiden. Das heißt, ich bin hier sowieso darauf angewiesen, meine Haare selber zu schneiden. Und da ich das mir nicht selber zugetraut habe quasi, und ich habe es auch gar nicht groß versucht, mir irgendwie die Frisur so zu schneiden, dass es ungefähr gleich bleibt, habe ich es einfach kurz geschoren. Der erste Teil davon ist schon in Dar es Salaam passiert, vom Felix. Da gibt es das kurze Video dazu, aber nur an den Seiten. Und dann das Gesamte war dann hier an meinem Geburtstag, wo mir amerikanische Mitfreiwillige und die Verena eben dann die Haare komplett abrasiert haben, bis auf die komplette Glatze.
Genau, der zweite Grund, warum die Haare jetzt ab sind, ist, dass es hier vom Wetter her, man schwitzt sehr viel, auch wenn ich akklimatisiert bin, einfach viel angenehmer ist, oben quasi eine private Klimaanlage zu haben. Es fühlt sich dann quasi wirklich befreiend an obenrum. Die Pflege ist viel leichter, man hat nicht die ganze Zeit verschwitzte Haare. Es ist einfach sehr angenehm und das empfinde ich jetzt auch so. Genau, die Glatze selber, muss ich offen gestanden sagen, hat mir überhaupt nicht so gut gefallen, aber so mit den Haaren. Ich kann es verstehen, wenn du jetzt quasi noch kein Wort von dem, was ich gesagt habe, verstanden hast, weil du immer nur auf meine Haare geschaut hast. Ging mir in der ersten Zeit natürlich auch so. Jedes Mal, wenn ich vor den Spiegel bin, bin ich erstmal erschrocken, aber das ist ja eigentlich ganz normal. Mittlerweile gefallen mir meine Haare eigentlich ganz gut und relativ lustig eigentlich. Alle, die mich von daheim kennen und Bilder gesehen haben oder das Video gesehen haben, haben gesagt, Mensch, ehrlich gesagt, davor hat es besser ausgeschaut, lass doch wieder wachsen, warum hast du das gemacht? Und alle Leute von hier, die mich hier vorher mit Haaren, mit langen Haaren gesehen haben und jetzt so sagen, wow, endlich schaust du wie ein normaler Mensch aus. Weil, dazu muss man sagen, die Männer hier laufen eigentlich ausnahmslos mit solchen Haaren oder mit einer Glatze rum. Ich glaube, ich habe wirklich noch keinen gesehen mit längeren Haaren. Und bei den Frauen, entweder sie laufen auch so rum, das ist hier sehr normal, oder wenn sie längere Haare haben, dann sind die geflechtet zu Zöpfen oder ganz komischen anderen aufwendigen Frisuren. Das schaut toll aus, aber offene, lange Haare gibt es hier einfach überhaupt nicht. Und deswegen war das einfach auch für die ein ungewohnter Anblick vorher, wie ich da rumgelaufen bin. Ja, bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, dass ihr erstens mal herzlich dazu eingeladen seid, auf den Blogs meiner Mitfreiwilligen vorbeizuschauen. Ich verlinke die unter diesem Video in der Infobox. Ich habe mich da auch schon durchgelesen, die schreiben wirklich sehr tolle Berichte, so wie ich das eben hier in dem Video mache, nur in schriftlicher Form. Wer sich eben für das Thema interessiert, da sind auch ganz tolle Berichte dabei, Meinungen zu dem Land, Erfahrungen und so weiter. Zum Zweiten will ich noch sagen, ich habe wirklich schon eine Riesenliste an Material, was ich hier quasi verfilmen und euch zukommen lassen will. Allerdings, wie das mit diesem Video auch schon war, ich kann nicht versprechen, wann es kommt. Ich hoffe, so bald wie möglich. Bis dann.